beschäftigt man sich überhaupt mit dem System Management, abgesehen davon, dass die Technik vielleicht interessant ist? Das ist halt natürlich, um Kosten zu sparen. Ich kann zwar heute relativ schnell ein einfaches Linux-System, ein Standard-Linux-System aufsetzen, ich boote, ich installiere das, das ist da, es läuft, aber für ein zweites System brauche ich halt nochmal genauso lange. Und wenn ich das halt maintainen will, das heißt, wenn ich gucken will, sind die Systeme alle auf dem aktuellen Stand, muss ich die patchen und haben die Patche, die ich einspiele, vielleicht noch irgendwelchen Einfluss auf die Software, die ich im Einsatz habe, dann geht das mit ein paar Systemen gut. Ich denke, ab zwei oder drei Systemen wird man vielleicht anfangen, sich Skripte zu erstellen, um das Ganze ein bisschen zu vereinfachen. Aber halt, wenn man halt über 10, 20, 100 oder 1000 Systeme redet, dann möchte man das halt nicht mehr manuell tun. Einfach auch, weil die Fehleranfälligkeit viel zu hoch ist, wenn ich halt gewisse Schritte immer wieder manuell tue. Die Grafik, die hier dargestellt wird, ist natürlich falsch. Also der Aufwand steigt zwar linear, wenn ich halt immer mehr Systeme zu tun habe, und halt er steigt deutlich weniger stark, wenn ich halt ein gutes System Management im Einsatz habe, aber natürlich beginnen sie nicht an derselben Stelle, sondern System Management beginnt halt auch schon mit einem erheblich größeren Aufwand. Das Spacewalk-Projekt. Die Ursprünge davon, die kann man halt beim Red Hat Network suchen, das halt 2001 das erste Mal veröffentlicht worden ist. Und das ist meiner Erinnerung nach das erste Projekt, wo man halt Linux-Server genommen hat und die sich nach der Registrierung automatisch bei einem zentralen Server angemeldet haben und dann halt von diesem zentralen Server mit weiteren Paketen oder mit Updates die davon mit dem zentralen System zur Verfügung gestellt worden sind. Hat halt erfordert, dass diese Systeme sich auch mit diesem zentralen Server entsprechend verbinden. Das, und dort halt auch Informationen über die Server, die bei Ihnen im Einsatz sind, vorliegen. Das hat natürlich viele Unternehmen nicht gefreut. Also in den USA war das weniger ein Problem, aber halt hier im europäischen oder gerade im deutschen Raum ist es halt auch rechtlich nicht einfach zu argumentieren, dass das halt Server, die zum Beispiel in einer Bank laufen, ihre Informationen über die eingesetzten Pakete auf dem Server in der USA hosten und man dort halt auch mit Paketen bestückt werden. Damit kam relativ kurz danach, im Jahr 2002, das sogenannte Red Hat Network Satellite Produkt auf den Markt, das dann halt in Firmen eingesetzt worden konnte, um, damit sich die lokalen Systeme halt nur zu diesem lokalen Satellite-System verbinden und dieses als einziges die Kommunikation mit dem Server in den USA aufgenommen hat. Das heißt, es sammelt halt die ganzen Informationen, gibt aber keine Detailinformationen weiter in den USA, sondern hat halt eine Lizenz für 10, 20, 100 Systeme und darf dann halt so viele Systeme im lokalen Netzwerk versorgen. Gut, dann ist zwischen in den folgenden Jahren auch ein paar Sachen passieren, die uns jetzt aber nicht so interessieren. Aber im Jahre 2008 wird es halt wieder interessant, weil dann das erstmalig dieses Satellite als Open Source freigegeben worden ist, nämlich halt unter dem Namen Spacewalk. In der Version 0.1, glaube ich, und genauso einsatzfähig war es ungefähr. Also dafür, dass das Produkt auch schon ziemlich alt war, war es erstmal doch sehr hakelig. Aber in der folgenden Zeit wurde das Projekt immer weiter stabilisiert und war dann halt auch das offizielle Upstream-Projekt zum Satellite-Server. Das heißt, die neuen Satellite-Versionen stammen halt von dem Open-Source-Projekt Spacewalk ab. Die Entwicklung findet alles im Spacewalk statt. Red Hat entscheidet dann halt irgendwann, okay, ich nehme jetzt halt diese Version, füge da noch gewisse Sachen hinzu, gar nicht mal so viel, aber stabilisiere das Ganze und verkaufe das dann halt unter dem Namen Satellite. 2010 kam dann Spacewalk 1.2, schon gut einsetzbar. Man sieht hier teilweise auch noch zeitlichen Versatz bei den Features, also Teil 6 Unterstützung war ja schon 2010 mit dem Satellite verfügbar, aber erst 2011 mit dem Spacewalk. Aber spannend wird es dann halt nochmal letztes Jahr zur CeBIT. Da hat SUSE, also muss ich ja sagen, SUSE wurde ja 2004 von Novell gekauft und musste danach dann halt auch die Novell System Management Lösung entsprechend vertreiben, war damit aber auch nur bedingt glücklich. Und dann wurde Novell ja von Attachmed gekauft und das heißt, die Bindung zwischen Novell und SUSE ist halt wieder ein bisschen auseinandergebrochen und SUSE brauchte auf einmal eine eigene System Management Lösung. Da haben sie sich halt überlegt, bauen wir jetzt irgendwie was ganz Eigenes, was Neues? Oder verwenden wir etwas, was halt schon auf dem Markt gebräuchlich ist. Haben sich dann im Zuge dessen halt auch das Spacewalk-Projekt angeschaut und dann gesagt, ja, das können wir machen, darauf können wir aufsetzen. Das heißt, wir können das so weiterentwickeln, dass sich es auch für SUSE-Systeme anbietet. Dafür haben sie halt die Spacewalk-Version 1.2 genommen, die Entwicklung, die sie gemacht haben, auch erstmal geheim gehalten und dann halt zur CeBIT letztes Jahr veröffentlicht.
Ja, und danach haben sie aber auch, oder so ziemlich im gleichen Atemzug, Kontakt zum Projekt aufgenommen und versorgen und haben halt auch ihre Patche eingereicht, die auch dort dankbar aufgenommen worden sind. Also haben, tragen mittlerweile halt schon deutlich zur Verbesserung von dem Produkt bei. Danach gab es halt noch weitere Versionen. Aktuell ist halt die Spacebug Version 1.7. Die 1.8er sollte eigentlich schon vor ein paar Monaten rausgekommen sein, aber es verzögert sich wohl noch was. Der SUSE Manager, nee, die Wetted Satellite Version ist halt noch die 5.4.1. Ende des Jahres soll die 5.5 rauskommen und der SUSE Manager ist halt noch in der ersten Version 1.2 draußen, wird jetzt aber, ich glaube, in den nächsten zwei Wochen als 1.7, basierend auf Spacewalk 1.7, entsprechend verfügbar sein. Ja, wie kann ich mir das Ganze vorstellen? Sagen wir, ich habe ja mein Unternehmen oder Unternehmensteile, die sich halt originär halt mit dem Red Hat Network verbinden wollen. Und dann können Sie halt Ihre entsprechenden Systeme, die Sie haben, die Desktops, ja, Desktops weniger, aber halt die Server, entsprechend gegen Satellite-Server verbinden lassen. Oder davor halt auch noch ein Red Hat Network Satellite Proxy, ein Red Hat Network Proxy Server davor stellen, der halt nochmal die Verbindung cached und dann halt zum Satellite-Server verbindet und der sich zum Red Hat Network verbindet. Darin wollte ich noch nicht, aber passt schon. Das heißt, die Systeme haben einmal die Chance, direkt auf das Red Hat Network zuzugreifen. Oder halt über, ich kann einfach mir auch nur einen Proxy-Server hinstellen, der direkt gegen das Red Hat Network geht. Oder halt den Satellite-Server, da gegebenenfalls noch Proxy-Server davor. Und die gehen dann letztendlich gegen das Red Hat Network. Nur halt zur Historie, weil gleich geht es halt auch mehr um Spacewalk. Ja. Achso, der Proxy-Server ist auch nicht viel mehr als ein aufgebohrter Squid, der halt auch dann große Pakete cachen kann. Ja, das Spacewalk gibt es halt mittlerweile, wie angesprochen, in verschiedenen Farben. Einmal halt die Open-Source-Entwicklung im schönen Grau, Spacewalk 1.7, das Red Hat natürlich ziemlich in Rot und SUSE hat sich für Grün entschieden, auch nicht besonders überraschend, aber das sind halt so die verschiedenen Versionen, die es gibt. Alle halt basierend auf dem selben Code. Warum will ich das einsetzen oder welche Vorteile habe ich davon, wenn ich sage jetzt einfach nur Spacewalk und die anderen sind halt damit auch gemeint. Ich möchte halt einfach eine Übersicht über meine Systeme haben und halt auch wissen, wenn halt neue Patches für diese Systeme zur Verfügung stellen, dass ich halt auf einer übersichtlichen Seite dargestellt bekomme, das sind die Systeme, die sind aktuell, mit denen ist alles in Ordnung, da stehen noch Jobs aus und hier gibt es noch Updates, da muss ich mich entscheiden, ob ich die einspielen will oder nicht. Ich möchte halt auch schnell mal ein neues System aufsetzen können, also neue Systeme installieren können, ja, über Sicherheitslücken informiert werden. Und man hat hier halt auch noch ein Konfigurationsmanagement, das man an zentraler Stelle steuert. Ja, Aktionen nachvollziehen, Fehlerquellen, der hat alle dann an zentraler Stelle gebündelt. Also man kann da immer noch Sachen falsch machen, aber da macht man es wenigstens für alle Systeme falsch und nicht mehr auf einzelnen Systemen. Und halt, man kann halt Software besser managen. Wenn man halt ein System direkt gegen eine Quelle im Internet verbindet, ist man, wenn sich dann im Internet was von dieser Softwarequelle ändert, und man Updates durchführt, dann kriegt man im Zweifel halt diese aktuelle Version. Wenn ich hier ansonsten müsste man halt die Software erstmal zu sich runter kopieren, ein eigenes Repository aufsetzen und dann halt nur gegen dieses getestete Repository laufen lassen. Und mit Satellite oder mit Spacewalk ist halt das integriert, das heißt, ich synchronisiere mir die ganzen Pakete rüber und kann dann halt gewisse Labels dafür vergeben und sagen, okay, den Stand habe ich getestet, mit dem möchte ich alle meine Systeme gehen lassen und die weiteren Updates, die teste ich nochmal separat und gebe sie dann halt entsprechend bei mir frei. Entsprechend Staging. Ja, man kann halt viel über das Webinterface steuern und hat dann halt die verschiedenen Versionen, um halt Systeme aufzusetzen, Provisioning, um Systeme zu patchen, das Patchmanagement, Konfigurationsmanagement durchzuführen oder halt eben auch Monitoring. Woraus besteht Spacewalk? Also es ist halt ein System zum Management von Linux-Systemen. Es ist halt die Upstream-Version von Red Hat Satellite Servers. Und man hat halt einmal Tools auf den Clients, die halt mit dem Spacewalk-Server reden, kommunizieren, um halt ihre Updates oder Konfigurationsdateien zu erziehen. Man hat dafür diverse APIs, meistens über XML-RPC. Man hat das ganz schicke Webinterface, das aber
auch das Webinterface der langen Wege, wo man halt mal nach links oben, nach rechts unten und so weiter gehen muss, aber man hat ein recht gutes Webinterface. Und die Informationen sind grundsätzlich alles in einer Datenbank gespeichert. Das ist historisch bedingt eine Oracle-Datenbank, weil 2001, da war für ein System, wo halt alle Red-Hat-Systeme sich mit verbinden sollte, braucht man auch eine fette Datenbank. Das war 2001 bei Oracle dann eine gute Wahl. Das Projekt entwickelt sich aber auch immer weiter in Richtung Postgres, dass man Postgres-Datenbank als Backend einsetzen kann. Mit der aktuellen Spacework 1.7-Version sollen jetzt alle Features unterstützt werden. Meine Erfahrung mit der Postgres-Bahn hat halt eher eine Woche gut funktioniert. Also im Moment würde ich halt noch eine Oracle bzw. eine Oracle Express-Datenbank einsetzen. Oracle Express ist halt auch entsprechend frei verfügbar und kann da halt dann schon eingesetzt werden. Und man hat auch Migrationstools, um halt von einer Datenbank zur anderen zu wechseln, also die Daten komplett zu übernehmen. Ja, und integriert sind halt auch Systeme für die Autoinstallation von Systemen, basierend auf Kickstart bzw. vorgesetzt in ein Coupler-System. Der Proxy-Server ist wie gesagt optional und auf der Client-Seite läuft im Prinzip ein RHN-Check, der halt beim Server nachfragt, welche Aktionen liegen dann halt für mich vor. Und dementsprechend halt sein Paketmanagement aufruft in den unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, also das YAML-RN-Plugin oder halt das Zipper-Plugin für SUSE oder halt für Debian das APT-Spacewalk-Plugin. Achso ja, Debian-Unterstützung gibt es mittlerweile auch, relativ experimentell, aber immerhin tut sich da auch einiges in der Richtung. Und historisch hat man halt auch Solaris-Support, was ich sogar Kunden kenne, die es einsetzen, aber damit noch keine Erfahrung gesammelt habe. Erfordert auch, dass oft Solaris RPM zum Einsatz kommt. Und halt RHN-CFG ist halt auch noch eine Client-Komponente, mit der man Konfigurationsdateien entsprechend eingespielt bekommt, beziehungsweise halt auch Kommandos, die serverseitig definiert werden, lokal ausgeführt werden. Ja, ein wesentliches Konzept beim Spacewalk sind die sogenannten Channels. Also wenn man heute mit Paketquellen im Internet arbeitet, sind es ja normalerweise Repositories, die stehen halt im Internet, sind relativ statisch, wenn da halt ein Paket hinzukommt, erzeuge ich halt ein Create-Repo und erzeugt mir die Repository-Dateien neu. Das Channel oder der Spacewalk arbeitet ein bisschen anders, eigentlich auch sehr geschickt. Er synchronisiert sich halt auch aus Quellen aus dem Internet, wenn er aber ein Paket runterlädt, ermittelt er erstmal die MD5-Summe davon. Und legt das dann halt auf dem Dateisystem im Pfad, der MD5-Summe entspricht, ab. Das hat halt den Vorteil, dass halt, wenn ich halt mehrere Repositories habe oder halt ein Repository oder ein Channel mehrfach zur Verfügung stellen will, brauche ich die Datei nur einmal im Dateisystem. Weil wenn ich die Datei aus irgendwelchen Gründen nochmal bekomme, hat sie ja dieselbe MD5-Summe und wird halt als dieselbe Datei erkannt. Das heißt, ich habe also einen logischen Channel, der nur aus Verweisen auf die Datenbank besteht und das Datenbank weiß dann halt, dieses Paket, die MD5-Summe, finde ich da im Dateisystem und stellt diese Channel dann dynamisch zusammen. Das ist ein wesentliches Konzept. Damit habe ich halt auch die Möglichkeit, dass ich sage, okay, ich habe hier einen Software-Channel, den ich meinem System zur Verfügung stelle und mache davon eine Kopie und im Prinzip besteht das ganze Kopieren nicht halt aus den Paketen auf dem Dateisystem, sondern halt nur auf einem neuen Eintrag in der Datenbank, der das zur Verfügung stellt. Das heißt, ich könnte zum Beispiel, oder es gibt Leute, die das tun, die halt tagesaktuelle Quellen machen. Die erzeugen halt automatisch jeden Tag einen neuen Channel, wo dann halt drin steht, okay, das sind die ganzen Pakete, die wir bis zu diesem Datum bekommen haben, das sind die, die wir zu diesem Datum bekommen haben, das sind die, die wir zu diesem Datum bekommen haben. Also da ist man doch ziemlich flexibel. Ja, und das Ganze kann man auch strukturieren in Channel und halt Subchannel. Subchannel sind halt immer einem Basischannel zugeordnet. Basischannel beinhaltet halt normalerweise das Betriebssystem. Und weil diese Informationen auch dynamisch sind, können sie halt auch dynamisch bei der Client-Anfrage zur Verfügung gestellt werden. Dazu Repositories, wenn ich da halt eine Kopie von machen will, erfordert das halt erstmal größeren manuellen Aufwand. Die verschiedenen Plugins habe ich schon besprochen. Auf der Projektseite, also fedora-hosted.org, Spacewalk, findet man halt auch noch die Erläuterung, wie man die verschiedenen Systeme dort im Spacewalk einbindet. Okay, ich höre die Stifte.
Wie arbeitet das mit dem RRN-Check? Das ist übrigens interessant, also auch auf SLES-System hat man jetzt einen RRN-Check, weil halt das Spacebox-System Features in der Web-Oberfläche teilweise nur darstellt, wenn es erkennt, auf diesem System ist dieses Paket installiert. Also es muss halt sehen, das ist ein System, nennen wir es jetzt mal SLES 1, und wenn da das Paket RRN-Check drauf installiert ist, dann stelle ich halt diese gewissen Features zur Verfügung. Damit hat SUSE sich halt auch entschieden, einfach die Paketnamen größtenteils bei dem RRN-Namen zu belassen. Und bei D-Band werden die halt auch entsprechend heißen. Ja, gut. Das RRN-Check läuft dann, wird regelmäßig ausgeführt in der Standardkonfiguration alle 4 Stunden und fragt dann halt beim Spacebox-Server nach, was für Aktionen liegen denn für mich an. Soll ich irgendwelche Pakete installieren? Soll ich irgendwas deinstallieren? Soll ich irgendwelche Konfigurationsdateien hier neu übernehmen? Soll ich Kommandos ausführen? Wenn man das von dem Hintergrund eines zentral gehosteten Servers in den USA sieht, dann sind alle 4 Stunden Nachfragen, für was für Aktionen vorliegen, durchaus okay. Man kann diese Zeit halt auch runterdrehen, auf einmal die Stunde, alle 10 Minuten oder was man auch immer haben will. Aber normalerweise, wenn man halt in einer geschlossenen Umgebung, in einer Office-Umgebung ist, dann möchte man ja halt Aktionen auch möglichst direkt ausgeführt bekommen. Und dafür gibt es halt die Erweiterung mit dem OSA-Daemon, die halt optional ist. Aber im Prinzip ist das halt ein Jabber-Client, der sich mit dem Jabber-Server auf dem Spacewalk verbindet und dann halt von dem dann mitgeteilt bekommt, du Client, mach jetzt deinen RRN-Check. Das heißt, über diese permanent gehaltene Jabber-Verbindung kriegt er halt Kommandos mitgeteilt, aber das einzige Kommando, das es da auch gibt, ist halt einfach, frag mal nach, ob Aktionen für dich vorliegen. Und ja, man sieht es halt auch an der Grafik hier unten, die ganzen Verbindungen gehen vom Client zum Server aus. Also der Server baut niemals eine Verbindung zum Client auf, sondern halt der Client baut immer nur Verbindungen zum Server auf. Das RRN-Check halt bei Bedarf alle 4 Stunden oder halt wenn OSA das sagt und der OSA-Daemon, der die Verbindung entsprechend hält. Ja, grau ist alle Theorie. Das schauen wir uns doch jetzt mal mehr in der Praxis an. Und ich hier mit meinem Mikrofon zurechtkomme. Sekunde. Okay. Das ist jetzt halt das Webinterface eines Spacewalk 1.7 mit einigen Systemen, die halt schon drin sind, die sich auch länger nicht mehr gemeldet haben, darum halt hier auch das Fragezeichen. Ja, diesen neues System, achso, eingebunden sind ist CentOS als Installationsquelle. Und ich habe halt auch verschiedene Kickstart, also Autoinstallationsskripten hinterlegt. Man sieht dann halt hier zum Beispiel Kickstart, CentOS, Kickstart für CentOS 6, 64-Bit, Development und halt Standard. Und hier das Sternchen, Sternchen heißt, das ist halt auch die Standard-Kickstart-Installation, die verwendet wird. Das gibt es das Ganze nochmal, das hier ist auf DHCP basierend. Das hier fragt mich nach der Netzwerkkonfiguration, das kann ja auch wichtig sein, je nachdem wie ich bin. Oder halt für verschiedene Stages, darauf kommen wir gleich noch, für Quality Assurance und für Produktion. So, und damit wir auch ein System zur Verfügung haben, machen wir jetzt mal hier diesen SM-Test. SM steht für SUSE Manager, also nicht für irgendwas anderes. Aber gut, gegen Spacewalk wird es halt auch gehen. Booten das System halt hoch, KVM-Virtualisierung, DHCP-Server, der hier läuft. Und dann sollten wir gleich halt auch ein entsprechendes Menü zur Verfügung gestellt bekommen. Sieht schon mal gut aus. Die Sachen, die Einträge, die ich eben gezeigt habe, diese Kickstart-Profile, die findet man jetzt hier im Bootmenü wieder. Das System ist auf dem Spacewalk noch gänzlich unbekannt. Damit kriegt es halt einfach ein Menü ausgewählt, dessen Standard auf Local Boot steht und man sich sonst halt eins von den Installationen aussuchen kann. Und halt die Sachen, die ich halt am Spacewalk-Server definiert habe. Und ja, das würden wir dann gleich auch mal durchführen. Diese Zeilen, die muss man Gott sei Dank auch nicht selber machen, sondern das übernimmt halt auch das Spacewalk bzw. der untergeordnete Koppler und führt dann halt die Installation durch. Das gucken wir uns jetzt mal auf den Anfang an, um zu sehen, ob es auch wirklich klar geht, damit wir nachher auch was zum Testen haben. Gut, das hat den Kernel gebootet, hat die initiale RAM-Disk gebootet. Also es ist eigentlich ein übliches Kickstart-Auto-Installationsverfahren, wer das vielleicht schon mal gemacht hat. Es kümmert sich jetzt um seine Netzwerkkonfiguration. Es hat sich auch schon mit dem Spacewalk-Server verbunden und da halt eine weitere Information herausgefunden. Lädt halt was weitere Installationsprogramme nach und erzeugt dann jetzt so wie im Kickstart definiert seine entsprechenden Partitionen.
misst hier noch was nach und wenn er hier gleich bei 100% ist, dann springt er gleich um zur Package-Installation und wenn es dann soweit ist, dann gucken wir uns das Ganze jetzt nochmal im Webinterface an, was er denn hier wirklich genau gemacht hat. Das ist nur, damit wir auch ein frisches Testsystem gleich zur Verfügung haben. Okay, also es sind halt 400 Pakete, die er installieren soll und fängt jetzt an und wird jetzt ein bisschen was brauchen. Und die Zeit nutzen wir uns dann halt, um das im Webinterface nochmal anzuschauen. Wie gesagt, wir haben halt hier dieses entsprechende Kickstart-Profil verwendet. Das haben wir halt ausgewählt aus dem Root-Menü. Das hat halt einfach einen Namen. Aktualisierung muss uns jetzt dann nicht interessieren. Ja, das sind unspannende Sachen. Aber man kann halt hier auch noch weitere Einstellungen vornehmen, die ich jetzt hier zumindest für Red Hat für und CentOS-Systeme zur Verfügung habe. Wenn ich mit einem SUSE Manager und SUSE-System arbeite, dann habe ich nur die Chancen, Autodesk-XML-File hochzuladen und damit arbeiten zu lassen. Das geht auch mit Kickstart, ich kann auch ein komplettes Kickstart-Datei hochladen, aber hier, das nimmt dann schon ein bisschen was Arbeit ab. Also eingestellt, dass halt sonst SE-Linux nicht nerven soll. Dass er sich halt auch mit dem Konfigurationschannel verbindet, das heißt sich für Konfigurationsdateien auch entgegennimmt, dass man auch Kommandos von zentral aus zu dem Client schicken darf, einfach Zusatzrechte. Gut, Passwort kann man definieren, klar, Zeitzonen und andere lokale Informationen, wie die Partitionierung aussehen soll, ja, FVM-Standard ist das hier. Ja, die anderen Sachen sind auch nicht besonders interessant für uns. Was für Software installiert werden soll, also at base, das heißt, er soll die Gruppe base installieren, das heißt die Standardpakete und das ist halt, was wir noch brauchen, um halt mit dem Spacebug zu arbeiten zu können, also RN Setup und RN Check und halt den OSA Daemon, den ich eben schon erläutert habe, damit halt die Verbindung entsprechend aufrechterhält. Das war's, viel mehr brauchen wir auch nicht. Man kann halt auch Skripten noch definieren, die er dann halt ausführen soll bei der Installation. Und das andere Konzept, das ich hier noch dabei habe, ist halt, wie meldet er sich denn am Spacewalk-Server an? Da muss ich ja auch, also gegebenenfalls hat man hier die kommerzielle Version von so einem Satellite-Server, muss man ja auch Root-Lines, hat man im Prinzip Kosten. Das heißt, es darf sich auch nicht jeder anmelden. Und das regelt man halt über Activation Keys, die einem Client dann auch zugeordnet sind, die halt noch weitere Eigenschaften hinter definieren. Gucken wir uns den auch an, der ausgewählt ist. Man kann verschiedene auswählen. Welche Möglichkeiten dieser Client hat. Also Standard ist halt Management, das heißt, ich darf Pakete zu ihm verteilen. Provisioning heißt, ich kann ihn nachher auch über das Web-Interface zu einer Neuinstallation veranlassen. Monitoring, ja, das halt auch Monitoring unterstützt wird. Allerdings muss man auch sagen, dass Monitoring im Spacewalk, im Satellite, ist auch relativ eingeschränkt und kostet Geld, zumindest im Satellite. Es nutzt eigentlich keiner. Es gibt es und es ist halt integriert, aber nutzen tut es eigentlich kaum jemand. Virtualization schon eher manchmal. Man kann halt auch den Client so einrichten, dass er halt auch als Virtualisierungshost zur Verfügung steht. Und dann kann ich nachher, wenn ich einen Client aufgesetzt habe auf einer physikalischen Maschine, dort auch noch Clients über das Webinterface aufsetzen, die halt mit diesem System verbunden sind. Das kann schon mal verwendet werden. Software-Channels, ja, habe ich halt den Standard-Channel angegeben und halt als Zeit-Channel ja, einen von diesen drei hier, die ich zur Verfügung habe, ausgewählt. Weitere Pakete sind ja RN, CFG, Setup oder so. Nee, das sind hier diese Pakete RN, CFG, Actions, um halt Aktionen, also Remote-Kommandos auszuführen und das Client, um Konfigurationsdateien arbeiten zu können. Und direkt hiermit verbunden mit dem Activation Keys ist halt auch ein Konfigurationschannel, das heißt Konfigurationsdateien. Ja. Und ich kann halt mich auch direkt irgendwelchen Gruppen zuordnen lassen. Gucken wir uns jetzt mal kurz die Konfigurationsdateien an. Im Konfigurationschannel, also Konfigurationsdateien, die ich hiermit verteilen kann, sind halt hier vier Stück ausgesucht. ETC Message of the Day, das heißt die Meldung, die angezeigt wird, wenn ich mich anmelde, ist hier unten definiert, also ich definiere hier oben, was das ist. Ist das ein Binary-File oder ist das ein Text-File? Wem gehört das?
Mit welchen Rechten ist das da? Ist Linux-Kontext, wenn ich das halt verwenden will. Und dann halt hier unten kann ich halt auch den Inhalt dieser Datei definieren und habe halt auch noch den Zugriff auf ein paar Variablen, wie zum Beispiel Hostname oder IP-Adresse oder andere Netzwerkinformationen, die dann halt so auf den Client verteilt werden. Ja, andere, also die YAML-Konfiguration, da noch ein paar Einstellungen, die halt die Anbindung an Spacewalk verbessern. Gucken wir kurz, wie weit wir da sind. Ja, tut noch was. Gut. Post-Install-Skript, das sieht auch gut aus, das heißt, wird nicht mehr zu lange brauchen. Genau. Dann können wir uns jetzt mal hier oben mit beschäftigen. Also wie gesagt, wir hatten Systems, damit haben wir die Übersicht über die Systeme, die diesem dem Spacewalk-Server bekannt sind. Gut, die haben sich jetzt alle lange nicht mehr gemeldet, außer halt ich selbst hier das ist der Laptop selbst hier, auf dem das Ganze läuft, der ist auch aktuell, up-to-date, aber halt für andere Systeme steht ja dann teilweise, dass die halt noch, dass noch Updates zur Verfügung stehen, die nicht eingespielt worden sind. Steht auch immer mit welchem Base-Channel, also mit welcher Distribution sie arbeiten. Die Channels sind dann halt, wir haben jetzt hier diesen Development-Channel verwendet, das ist halt eine Basis-CentOS-Installation. Ups. Mit halt ja, knappen 7000 Paketen, die halt hier zur Verfügung stehen. Und halt hier ein weiterer Channel, den wir halt auch verwendet haben, den Child Channel. Aber man sieht auch immer, wie viele Systeme dann halt hier sind gerade verwenden. Wo dann halt noch einige Pakete drin sind, um halt uns wirklich mit dem Spacewalk-System zu verbinden. Diese RN, CFG-Tools und ähnliche Sachen, die müssen wir dem halt System auch noch zur Verfügung stellen. Verschiedene Profile, Activation Keys. Ja, Konfiguration-Channel hatten wir halt auch verschiedene zur Verfügung und genutzt haben wir jetzt halt auch den Dev Common, bei dem 12 Systeme eingebunden sind, beinhaltet 4 Dateien. Hier unten gibt es halt noch den Test-Channel, der halt viele Dateien drin hat, einfach so zum Testen. Ah ja, okay. Das System, das wir eben mit der Autoinstallation angestoßen haben, ist jetzt fertig installiert. Ich zeige es dir nochmal. DHCP 141 sagt halt, ja, ich bin, also es ist da, es ist eingetragen, es war vorher noch nicht da. Es hat hier dieses Ausrufezeichen, das heißt, es gibt hier Aktualisierung für dieses System, und zwar 50 Stück. Und ansonsten sind das die Informationen, die ich hier so habe. Gucken wir uns das System selber nochmal an. Okay, begrüßt uns halt mit der Meldung, die wir im Konfiguration-Channel definiert haben, etc. Message of the Day. Und man sieht auch, die Variable, die wir definiert hatten, ist hier einfach ersetzt worden durch den Wert, den der Server halt entsprechend bekannt ist. Die haben Repo-Liste, ich dann halt die Software-Channels, die mir zugeordnet sind. Das heißt hier den Standard-Channel, CentOS 6 oder halt auch diesen Common X, wo halt die zusätzlichen Tools für die Satellite-Integration zur Verfügung stehen. Achso, und dann von dem Paket weiß ich, dass es nicht installiert ist. Okay, aber das können wir jetzt ja mal ändern. So, das heißt, ich gehe jetzt mal zu diesem System und sage hier Software und ja, okay, du kannst mir entweder halt die Pakete anzeigen, die bei dir installiert sind, oder du zeigst mir die an, die bei dir nicht installiert sind, und davon wählen wir einen aus. Ja, genau. Das Webinterface der langen Wege, wir scrollen runter, sagen Install, dann sagt er okay. Ich habe jetzt nochmal eine Zusammenfassung, du hast ein Paket ausgewählt, dass wir, dass es installiert wird. Wann willst du, dass es installiert wird? Jetzt? Oder möchtest du es irgendwann später, dass es mal installiert wird? Wir wollen natürlich jetzt, und wir haben noch die Chance, noch ein weiteres Kommando dafür zu definieren, das ausgeführt wird. Dann sagen wir einfach mal Foscom
Arzt und sagen, okay, ist gut jetzt. Und damit wird die Aktion jetzt übergeben. Nochmal zu dem System zurück. Und dann können wir auf Events gucken, was sind halt für Events, die anstehen. Pending Events sind keine, das heißt, anscheinend ist schon ausgeführt. Wir gucken uns die History an und dann sehen wir halt auch um 11.48 Uhr, ja, das sollte so hinkommen, wurde halt ein Skript ausgeführt, gab jetzt auch Return Code 0, also sieht gut aus. Tja, habe ich das mal, hier. Und Package Install sagt er, ja, Update successful, er hat halt auch dieses Paket installiert. Dann schauen wir mal nach, ob er das wirklich gemacht hat. Ja, ist installiert, schon mal gut. Und die Datei ist halt auch da. Also es funktioniert und halt auch ziemlich direkt. Ja. Was wir normalerweise aber haben wollen, ist, wenn wir so ein System haben, dann sagt er, okay, es gibt 50 Pakete, die nicht aktuell sind. Das heißt, wir wollen jetzt das aktualisieren. Das heißt, wir lassen uns die Liste der Pakete der Updates anzeigen. Sagen wir, wählen alle aus und sagen, jetzt mach mal. Moment, genau, und nochmal confirm, dass das jetzt machen soll. Okay. Und jetzt steht das halt auch bei Pending Events und das Ganze wird, okay, jetzt ist es halt übernommen worden. Hier steht es halt aber auch noch als eine Aktion, die nicht abgeschlossen ist, sondern die halt noch zurzeit durchgeführt wird. Und das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen was dauern. Aber die Zeit können wir mal nutzen, um noch was anderes dann zu schauen auf den Clients. Wie gesagt, wir haben auch die Möglichkeit, mit Konfigurationsdateien zu arbeiten. Das ist dann halt RFN-CFG-Client. Damit können wir, Moment, genau, uns erstmal anzeigen lassen, welche Konfigurationschannels sind denn mit uns verbunden. Das ist dann halt hier nur dieser DevCommon-Channel. Also die Namensgebung ist übrigens flexibel und frei. Das können Sie so wählen, wie Sie wollen. Aber wenn Sie sich nicht halt im Vorfeld auf eine vernünftige, nachvollziehbare Namenskonvention einigen, wird das Ganze auch recht schnell unübersichtlich. Also das heißt, wenn man nicht mehr weiß, welche Konfiguration-Channel mit welchen Software-Channel zusammenhängen, ja, wird man einfach in Schwierigkeiten laufen. Deswegen sind hier doch die langen, umständlich aussehenden Namen hier im Einsatz, aber gut, das hat sich halt schon so bewährt. Im Prinzip ist auch egal, wie Sie es machen, nur entscheiden Sie es am besten vorher, damit sie nachher nicht in Probleme laufen. Okay. Mit List können wir uns dann halt die Dateien anzeigen lassen, die verwaltet werden, beziehungsweise mit eList können wir noch ein paar weitere Informationen dazu bekommen. Ja, welche Revision das ist, welche Rechte die dann haben. Und wenn wir jetzt und mit Diff können wir uns halt auch anschauen, ob es halt lokal diese Dateien gegenüber dem Server geändert worden sind. In diesem Fall nein. Das können wir ja tun. Naja. So. Wenn wir jetzt diesen Diff ausführen, dann sagt er, okay, die eine Datei ist halt verändert und die beinhaltet diese Zeile zusätzlich. Gut, das wollen wir ja nicht. Das heißt, wir holen uns mit get nochmal den aktuellen Stand vom Server und dann führen wieder den Diff aus und haben dann halt wieder den Stand, wie er auf dem Server definiert ist. Ja. Dann gucken wir jetzt mal nach, wie es denn hier aussieht. Naja, tut noch was. Blöd. Macht aber nichts. Das Ganze kann man jetzt halt mit einem System tun, aber mit einem System, das kann man ja auch noch fast per Hand tun. Das Gute dabei ist, man kann da halt jetzt auch immer mehrere Systeme auswählen. Also man kann mit Gruppen arbeiten, auch automatisch Systemgruppen zuordnen. Oder man sagt halt, ja, ich wähle hier drei Systeme aus, möchte die drei managen und habe dann halt eine Aktion zur Verfügung, die ich halt auf diese Reihe von Systemen ausführen kann. Also ich kann auch vorher im Vorfeld Gruppen definieren, obwohl ich kann sie jetzt einfach meiner Gruppe zuordnen, das wäre doch was. Wir erzeugen eine Gruppe, dann gehen wir auskommen,
Genau. Was waren jetzt eigentlich auch dazugehören? Okay. Das heißt, wir haben jetzt die Gruppe Foscon mit den drei Systemen drin. Aber wir haben sie ja vorher auch einfach ausgewählt, also wir können einfach auch mit der Auswahl weiterarbeiten und dann halt verschiedene Aktionen durchführen, wie zum Beispiel weitere Software installieren. Wählen wir halt den Channel dafür aus und dann halt das A3PS. Und sagen halt, okay, auf den drei Systemen soll halt hier dieses eine Paket installiert werden und zwar auch so schnell du eben kannst. Alles klar. Ah, okay. Hier sieht man halt auch, wenn man hier oben auf Schedule geht, also das Ganze kann man natürlich auch auf Deutsch einstellen, aber gut, das ist ja eben selbst überlassen. Man hat hier eine Aktion, die halt auf drei Systemen ausgeführt wird. Und auf 3 ist jetzt auch noch im Arbeit. Ja, mal noch. Da gucken wir uns jetzt nochmal. Ah, Entschuldigung. Ja. Nee, also die Frage war, werden Abhängigkeiten von Paketen automatisch aufgelöst? Ja, die werden automatisch aufgelöst. Im Prinzip wird einfach das YAML-Kommando in diesem Fall bei CentOS aufgerufen, das sich halt schon darum kümmert. Also solange halt die Pakete, die abhängig sind, zur Verfügung stehen in den Channels, die zugeordnet sind, ist das kein Problem. Genau, dann sehen Sie es nachher bei Schedule Failed Actions, wird es da dann entsprechend aufgelistet. Oh, keine Failed Actions hier, aber würde dann halt entsprechend auftauchen. Ja. So. Gehen wir jetzt aber nochmal zu unserem tollen 141er System. Da sehen wir, oh, ein Haken ist da. Das heißt, die 50 Updates wurden jetzt eingespielt und das System ist auch soweit dann halt in Ordnung. Achso, und das ist jetzt wahrscheinlich schon wieder der nächste Install, genau das A2PS. Genau, das wird dann hier dann gleich stattfinden. Richtig. Aber man kann halt jetzt nicht nur Software dazu installieren, sondern wir können halt auch einfach andere Channels definieren, das wollte ich eben noch zeigen wollen. Sagen wir, wir wollen jetzt ja, die Nagis-Pakete sind halt im normalen CentOS nicht enthalten, aber auf dem OpenSUSE Build Service findet man sie hier. Das heißt, wir sagen, dieser Software-Channel soll jetzt auch noch zum Client gehören und sagen das hier einfach und dann gucken wir nochmal beim Client nach und sagen, wir haben Repo-List und ja, gehört halt auch dazu und das ist halt auch instantan möglich. So, ist ja jetzt endlich soweit. Ja, genau. Und jetzt diese Package Install, wie gesagt, ich habe drei Systeme ausgewählt, zwei davon sind jetzt hier überhaupt nicht an. Das heißt, erfolgreich war es jetzt bei einem, nämlich bei dem System, das auch wirklich da ist, macht Sinn. Und bei zwei bleibt der Job halt noch so lange bestehen, bis die beiden halt nachgefragt haben und diese Aktion durchgeführt haben. Gegebenenfalls auch mit einem Fehler, dann stehen sie halt dann unter Fail, aber halt bis das halt entsprechend der Fall war. Ja. Die Frage war, ob ich dafür ein Timeout ausstellen kann oder ob es ein, wann es als Fail ja, anerkannt wird. Nee, Timeout stellen Sie nicht ein, der Job bleibt einfach so lange bestehen, Sie können den Job halt canceln. Also ich kann halt hier sagen, ich möchte, dass das jetzt nicht mehr in der Liste der Pending Jobs steht und den Daten abbrechen. Ansonsten kriege ich den Fail halt nur, wenn der Job fehlschlägt. Gut. Was das hier auch noch von anderen Systemen unterscheidet, ist halt, dass es mit verschiedenen Benutzerrollen ganz gut umgehen kann. Das ist ja, zwei von mir auch. Das ist jetzt erstmal ein normaler Spacewalk-Benutzer, der halt ja, noch nicht so viel machen kann. Ich kann halt die großen Haken setzen, dass er halt den ganzen Server hier administrieren darf. Das ist praktisch keine Einschränkung. Oder dass er halt die ganze Organisation, das heißt, ja, in diesem Fall ist es fast das Gleiche, auch alle Channels, alle Systeme und so weiter administrieren kann.
Oder ich kann Ihnen sagen, dass er halt nur gewisse Gruppen von Systemen administrieren darf oder halt gewisse Channel oder halt sich nur mit Activation Keys auseinandersetzen darf. Aber ich kann ihm halt auch sagen, ja genau, du darfst halt jetzt nur mit diesen drei Systemen der Foscon was tun. Oder halt, du darfst halt, Channels, okay, diese ganzen Channels sind so angelegt, dass jeder damit arbeiten darf, aber zum Beispiel neue Pakete hinzufügen, darfst du nur bei dem und den machen. Und bei den anderen darfst du es halt eben nicht, sodass man halt da schon verschiedene Rechte vergeben kann. Man hat da noch eine Stufe drüber, dass man verschiedene Organizations in einem Server anlegen kann, wenn die Sachen sich praktisch gar nicht sehen sollen, aber das lassen wir jetzt einfach mal weg. Dann vielleicht noch die Frage, wie kommen denn hier überhaupt neue Pakete rein? Wie gesagt, das Internet arbeitet auch hauptsächlich mit Repositories, wir hier jetzt nicht so, sondern wir können aber halt Repositories synchronisieren. Und dann haben wir halt hier einmal das Repository für CentOS oder CentOS Updates, die halt da sind, oder halt hier vom OpenSUSE Build Service, wo dann halt einfach wir vergeben Namen, wir haben die URL des entsprechenden Repositories, schön lang, und können dann halt hier dann sehen, dass wir halt unserem Channel, weil hier heißt halt alles Channel, ein oder mehrere Repositories zuordnen können, also null oder mehrere Repositories zuordnen können und dann halt auch einstellen können, wie häufig die synchronisiert werden sollen. Also wie häufig er sich zum Internet verbindet und sich damit synchronisiert. Ja, bitte? Nein, es geht halt schon, also es gibt eine entsprechende Erweiterung, um Debian-Systeme mit DPKG einzubinden. Nein. Also ich denke, mit RPM und DPKG hat man ja schon eine relativ große Bandbreite in diesem Fall. Und ich bin doch froh, dass es überhaupt Debian gibt und das ist auch eher experimentell zu sehen. Also ja, eher ein Hack als eine Architektur. Ja gut, man muss halt einfach sehen, das System wurde 2001 entworfen und wird dann immer weiterentwickelt, ursprünglich in Perl. Also man hat fast jede beliebige Programmiersprache hier drin, Perl, Java, man hat Python auf der Client-Seite. Es macht das Ganze schon etwas schwer zu maintainen und diese Sachen werden halt hinzugefügt. Auf der anderen Seite, was man einfach sehen muss, ist der Satellite von Red Hat ist in fast jedem größeren deutschen Unternehmen, das halt RHEL im Einsatz hat, auch im Einsatz und hier hat man halt diese Basis als Open Source Architektur. Ach, sind wir schon zu einfach vorbei? Ja, quasi, dann ist das schon Ja, eine Sekunde dann noch vor der Viertelstunde. Und das wollte ich noch ganz zeigen. Sie haben halt das Webinterface, mit dem Sie alles machen können. Aber Sie können das Ganze auch noch per API bedienen. Und um die API haben Sie halt auch noch ein recht gutes Kommandozeilentool, wo Sie halt auch mit Tab-Completion arbeiten können und halt die ganzen Aktionen durchführen können. Wie zum Beispiel System List zeigt mir die Systeme an oder halt System Details zeigt mir dann halt Details zu diesen Sachen an, welche Channels drin sind und so weiter. Oder halt eben Software Channel List. Und das Gute hier ist, also das war eine Erweiterung, die ich dann gemacht hatte und die netterweise auch vom Projekt angenommen worden ist. Sie können dann halt jetzt auch mit Diff die beiden Software Channels vergleichen und halt mit Sync dann halt den einen in den anderen überführen. Und das ist dann halt auch die Methode, wie dann halt mit Staging umgegangen wird. Das heißt, Sie haben halt einmal eine Entwicklungsumgebung, wo Sie halt Software-Channels in Dev haben, Sie haben Konfigurationsdateien in Dev und Sie haben Activation Keys für Dev und so weiter. Und das Ganze machen Sie halt nochmal für Qualitätssicherung, wo Sie dann halt die ganzen Sachen nochmal geklont haben, aber auf dem Stand, den Sie halt testen wollen und den Sie dann überführen in Produktion. Und in die Produktion, davon gehen sie halt aus, das sind halt nur stabile Sachen und die aktualisieren sie auch nur, wenn sie halt müssen, wenn sie wissen, okay, wir brauchen diesen Sicherheitspatch, den spielen wir halt ein oder halt wir haben jetzt diese Neuentwicklung und brauchen das neu und das Ganze können sie mit Stage Status Dev sich dann halt auch anzeigen lassen. Irgendwann. Wo er dann halt für die ganzen Software-Channels, die halt was mit Dev zu tun haben, vergleicht, okay,
Wir haben halt hier den Software Channel Dev und wie unterscheidet der sich vom Staging Software Channel? In diesem Fall gar nicht, aber halt dieser Unterchannel Dev.x unterscheidet sich von dem Staging Channel. Das heißt, da sind unterschiedliche Pakete drin, beziehungsweise hier Ausrufezeichen, da gibt es halt kein Äquivalent zu, was ja okay ist, da kann ja schon was mehr sein. Oder halt auch die Config Channel, also Konfigurationsdateien sind halt in der Testumgebung anders als in der Produktion. Und halt, wenn ich jetzt Software Channel Div CentOS Common Dev Common Ext und CentOS super. Er zeigt er mir halt an, okay, in dem SDG-Channel sind halt das Base-CMD in der älteren Version da drin und diese ganzen Tools sind halt nicht vorhanden. Und jetzt mit einem Sync, wenn diese Kommandozeile jetzt auch nochmal jetzt keine Sync machen würde. Können Sie das Ganze halt synchronisieren. Das Synchronisieren können Sie halt auch auf der Webinterface machen, aber zumindest für Software-Channel, aber für Konfigurationsdateien ist es schon schwieriger, und das können Sie halt auch auf der Kommandozeile machen. Ja, das wäre dann mal der Schnelldurchgang am Ende. Gibt es denn Fragen? Ja, bitte. Bitte? Also der System ist ja bekannt, das wird dann auch im Satellite weiter verwaltet werden und wenn es sich dann halt das nächste Mal halt diesen Satellite-Server erreicht, dann wird er halt auch mit den aktuellen Aufträgen, die Sie vergeben haben, entsprechend durchführen. Also die Frage war, ob man halt außer Haus, wenn man halt keine Verbindung zum Satellite-Server hat, Software nachinstallieren kann. Also ehrlich gesagt, mit CentOS können Sie es, weil Sie können zusätzlich noch normale Repositories einbinden, aber das ist eher nicht das, was Sie wollen. Also er kann sich aber auch normale Pakete einfach mit den normalen YAML-Tools auch entsprechend nachspielen und dann halt, wenn er das nächste Mal da ist, dann wird man halt Profile-Sync machen, sodass halt die Information, was bei ihm lokal auf dem System ist, wieder zum Server schiebt, damit der Server die Informationen hat. Okay. Weitere Fragen? Ja, bitte. Nein. Ach so. Also Sie könnten... Also es gibt ja Pakete, die sind distributionsunabhängig und da könnte man etwas machen. Aber eigentlich, wenn Sie halt, es ist eigentlich sogar so, dass Sie halt einen Channel-Bereich haben würden für CentOS 5, einen für CentOS 6, gegebenenfalls einen für RHEL 6. Das sind halt schon unterschiedliche Sachen und halt einem System ist dann halt immer ein Basis-Channel mit einer gewissen Distribution zugeordnet. Viele Unternehmen haben sogar noch die Unterscheidung zwischen RHEL 6.0, RHEL 6.1, RHEL 6.2. Sie wollen das halt schon getrennt halten und halt diese Übergänge nicht automatisch machen. Deswegen das, was Sie vorschlagen, mit halt, dass man Gemeinsamkeiten nutzen kann, denke ich, also technisch kann man da ein bisschen was machen, aber wahrscheinlich ist es in vielen Fällen einfach nicht gewollt. Sie können halt sagen, mach mir ein speichert dir, was auf diesem Rechner für Pakete installiert sind und jetzt sorgt dafür, dass dieses andere System genauso aussieht wie dieses System. Das kann man schon machen. Installiere die Pakete so, wie sie auf dem System sind. Aber da haben Sie wieder verschiedene Versionsnummern und das wird zwischen zwei Distributionen doch eher nicht gut funktionieren. Richtig. Da sind halt mit sehr konkreten Informationen. Ansonsten wird man sich wahrscheinlich einen Meta-RPM selber erstellen, wo man seine Abhängigkeiten selber definiert hat, dann ohne Versionsnummern. Aber dafür ist das System nicht gedacht. Ja, bitte?
Ja, das, ja, Sie würden halt wieder serverseitig definieren, du System aktualisiere dich. Also Sie haben halt die Übersicht, da sehen Sie halt, wie viele Systeme nicht mehr aktuell sind. Und dann würden Sie für diese Systeme sagen, aktualisiere dich, und das würde dann halt durchgeführt werden. Weil eben auf dem Debian-System auch ein Daemon läuft, der sich darum kümmert, beziehungsweise der OSA-Daemon, wenn er dort läuft. Bitte was? apt-spacewalk heißt das Paket. Das steht aber auf der Spacewalk-Projektseite, wie Sie das Debian-System einbinden müssen und wo Sie das Repository dafür finden. Das ist halt noch kein Bestandteil vom Standard-Debian. Ja, bitte? Also Spacewalk ist ein bisschen schwierig, aber Satellite-Umgebung haben wir bestimmt schon mit mehreren tausend Systemen, also bis 10.000 oder so, denke ich, ist das keine Hürde. Und Spacewalk ist ja im Prinzip dasselbe, müssen Sie halt nur schauen, wenn Sie nur eine Oracle Express zur Verfügung haben, dann ist halt einfach da, ist das Datenvolumen beschränkt und damit auch die Anzahl der Clients. Wenn Sie eine richtige Oracle dahinter hätten, sind halt, ja, wie gesagt, es ist ein fünfstelliger Bereich durch das machbar. Und Sie haben halt noch die Proxy-Server, die Sie da vorstellen können, auch im selben Netz, wenn Sie das wollen, die dann halt einfach die Last rausnehmen, weil Sie halt einfach die ganzen Paketdaten cachen. Ja? Ja, bitte? Gibt es irgendwelche wesentlichen Unterschiede in den Konfigurationen von Spacewalk und zum Beispiel? Ja, das wäre eine Folie, die nachher noch gekommen wäre. Kurz ausgedrückt, Spacewalk kann nichts. Also Sie können halt Konfigurationsdateien verteilen, und das war's. Sie haben halt keine Abhängigkeit, noch nicht mal um Dienste neu zu starten. Sie können halt wirklich nur quasi komplette Konfigurationsdateien mit ein paar Variablen verteilen. Das Gute ist, es ist halt drin, es funktioniert direkt. Bei Puppet hat man ja schon eine deutliche Einstiegshürde, aber es gibt durchaus Situationen, wo es viel Sinn macht, das hier zum Paketmanagement zu verwenden und halt die initialen Konfigurationsdateien, damit ein Puppet läuft und damit man Puppet weiter betreiben kann. Gab es da mal Überlegungen zum Beispiel? Ja. Ja, also gerade Puppet war, also die Frage war, gab es Überlegungen, um halt Puppet dort einzubinden? Die gibt es, die standen halt auf der To-Do-Liste vom Projekt, sind dann aber wieder runtergestuft worden. Man muss auch gucken, wohin sich Reddit weiterentwickelt. Also Reddit steckt seine Energien jetzt primär halt in Cloud-Forms und dann soll es auch einen Cloud-Forms VSAT geben, was dann halt die Satellite-Funktionalität abbildet. Und da ist dann halt auch Puppet und ähnliche Konsorten Bestandteil von. Wie man es hier, muss man halt einfach sehen, aber eigentlich beißt es jetzt auch, also ein Puppet über ein Webfrontend, so vernünftig, also da muss man ja schon 1000 Module bestellen, also leicht würde die Integration hier rein nicht werden, man, es sei denn, man administriert das Puppet-System nochmal komplett von Hand. Ja, wenn keine weiteren Fragen sind, danke.